Die Meinung zu sagen, ist jetzt gerade für Schleich sehr wichtig, weil, Alter, was die da produzieren, also das geht gar nicht. Das geht absolut nicht. Ja, das liebe Schleich-Team, ne, ich weiß nicht, was da gerade abgeht. Ich weiß nicht, wer da los ist, wer was wieso drauf ist. Ich weiß nicht, welche Intention die haben. Entweder für Kids, dann wieder mal für Sammler, dann wieder mal für Kids. Ja, könnt ihr euch nicht irgendwie festlegen in der Mitte? Komm, wir machen Spielzeug? Ja, richtig. Aber mit Qualität bitte. Ist es denn das so schwer zu machen? Ich meine, ich habe groß reden. Ne? Ich repainte Geschichten. Es ist nicht schwer, den Figuren ordentlichen Farbgebungen und Farbmustern zu geben. Man kann sich an der Natur orientieren, gar kein Problem, ne, aber so billig und nee, also einfach nur einen Ton zu nehmen, vielleicht ein bisschen weiß drunter streichen am Bauch und oder nicht mal und das war's dann. Und vielleicht noch zwei bis drei Flecken auf dem Rücken. Ja, was ist denn das? Alter, das würde ich doch nicht meinem Kind kaufen. Da würde ich doch kaufen, aber dann komplett nochmal neu repainten. Und dann Schutzlack drüber. Nee, also, nee. Und die Details. Also, als ob der Künstler manchmal keinen Bock drauf hätte. Oder wirklich die Figur von drei Leuten gemacht worden ist. Also, da kann man sich doch auch mal bitte festlegen, oder? Was ist denn das? Dann kriegst du 3-in-1 Produkt, weißt du? Mal ist es kacke, mal ist es okay und mal ist es wunderbar, ne? Also weiß auch nicht. Und dann noch die Qualitätskontrolle. Gussnasen, Farbabriebe bei Neuware. Muss das sein? Also da weiß ich echt nicht mehr, was ich was zu sagen soll. Auch diese Bunny-Haltung, ne? Ey, da kannst du das Ding direkt in den Einkaufswagen stellen. Und, nee, also ich bin enttäuscht von Schleich, sehr enttäuscht. Also ich habe noch die Zeiten miterlebt, die 2000er, 2006 Zeiten, wo noch die älteren Modelle waren und die schon an Jurassic Park noch orientiert waren, so in Richtung. Das waren geile Zeiten. Die Details waren für die Zeit unglaublich geil. Bemalung war schlicht und einfach, aber sie sah natürlich aus. Nicht, die wir jetzt bekommen haben. Zum Beispiel ein Kryolophosaurus. Komplett babyblau, hellblau. Ich meine, an sich ist es eine schöne Farbe. Aber wie die das umgesetzt haben, ist Katastrophe. Auch das Modell ist absolute Katastrophe in meinen Augen. Und, das noch. Alle Figuren sind null in Proportion zu den anderen. Sprich, ein Velociraptor oder der Dracorex oder der Pachy jetzt der neue ist genauso groß wie ein Stegosaurus oder ein Kentrosaurus oder sogar ein T-Rex, wo ich mir denke, Alter, das hat man früher nicht. Du hattest bei diesen zwei T-Rexen der eine, der so eher aufrecht ging und der waagerecht stehende. So, das waren so die größten mit dem Spinosaurus. Brachiosaurus war natürlich mega bombengroß, der Apatosaurus auch, dieser blaue-graue, absolut geile Figur. Versuche ich mir wirklich irgendwo zu holen, günstig, weil die Figur ist geil. Ja, Mattel kriegst ja nicht gebacken, eine Apatosaurus-Figur rauszubringen. Ne? Deswegen denke ich mir, okay, Schleich, great job. Da hast echt geile Arbeit früher geleistet, ne? Und die waren alle im größten Vergleich zueinander. Sprich, Raptor war klein, Baby-Triceratops war klein. Also die Leute, die halt die Zeit miterlebt haben oder die wissen, welche Figuren ich meine, die wissen Bescheid. Die hatten noch die goldenen Zeiten, ne? Aber jetzt, das ist eh nur Geldmacherei und das ist, da muss man doch nicht jetzt sowas machen, oder? Schleich. Also, mal Real Talk. Früher hatten noch die Dinos ein Bändchen dran mit einem extra Zettelchen, wo drauf stand, wann die lebten, Fressfeinde, Nahrung, Entwicklung, bliblablo. Und bei den größeren Figuren kam noch dieses Plastikmännchen mit bei. So ein Paläontologe wahrscheinlich. Damit man einfach eine Größeneinschätzung hatte, wie groß die Viecher tatsächlich waren. Ich habe das Männchen hier immer noch irgendwo umgammeln. Ne? Früher war das schon kreativer und war wirklich angepasst auf alle. Auf Sammler und auf Kids. Jetzt bekommst du irgendwie
wirst du aus dem Fenster geschmissen. Also du wirst wie keine Ahnung was behandelt. Also Schleich macht gerade den größten Rückschritt. Von all den Firmen, die ich kenne, machen die gerade den größten Rückschritt überhaupt. Also, boah, der Rest ist auch nicht empfehlenswert. Also, die Bemalungen und Modelle von anderen sind auch... Ist natürlich Geschmackssache, aber jetzt... Enttäuschend. Richtig enttäuschend.